3G mit Uli Gerhardt. Hallo liebe Zuschauer von München TV, ich grüße Sie ganz herzlich. Ich bin heute bei Mini München, ein alter Bekannter, Rudi Leberfing, Chef von Mini München. Aber wenn ich hier reinkomme, lieber Leberfing, fällt mir auf, dass das hier alles ein bisschen anders geworden ist. Größer, stimmt das? Nicht alles nur der Mini wird größer, sondern auch euer Laden. Genau, rechtzeitig zum neuen Mini haben wir den Laden vergrößert. Ja. Nicht nur vergrößert, sondern verdoppelt. Also wir sind ja sowieso der größte Mini-Händler in Deutschland und der Schauraumfläche trägt das jetzt auch Rechnung. Ja, ja, das war ja vorher schon schwierig. Ihr kriegt ja immer mehr Modelle. Die konnte ja fast gar nicht mehr unterstellen, oder? Ja, klar. Wir tragen natürlich der deutlich sich entwickelnden Modellpalette Rechnung, indem wir diese Autos natürlich auch zeigen wollen. Ja, Modellpalette, da sind wir bei dem neuen Mini, die dritte Generation. Ich habe ihn bereits gefahren. Mini ist ja eine Erfolgsgeschichte ohnegleichen und jetzt war man herausgefordert bei BMW, den neuen Mini etwas größer machen zu müssen. Das war in erster Linie ein Thema des Fußgängerschutzes, das heißt die Motorhaube bei dem Vorgängermodell war zu kurz. Jetzt hat man einiges getan, der Mini ist auch noch mal 10 cm länger geworden. Ist natürlich nicht ganz ohne, Mini soll ja Mini bleiben, wenn Sie sich vorstellen, dass der Ur-Mini 3,01 m als Länge hatte und der jetzige 3,85 Meter, Sie können sich vorstellen, was da alles passiert ist. Wenn man aber vor diesem Auto steht oder neben dem Auto steht, fällt einem das gar nicht auf. Er ist insgesamt stimmig in den Proportionen, er wirkt vielleicht etwas bulliger, etwas breiter, ist er ja auch und etwas größer. Das Erste, was auffällt, ist, dass auch im Innenraum der Platz etwas besser geworden ist. Natürlich ist es kein Viersitzer, das sollte man einfach wissen. Zwei Kinder können hinten provisorisch sitzen, ein Erwachsener auch. Aber ein klein bisschen mehr Freiheit hat man. Vorne sitzt man deutlich komfortabler. Die Auflage des Sitzes ist länger geworden. Also die Oberschenkel liegen besser auf den Sitzen auf. Und man hat ein etwas größeres Raumgefühl. Schade ist, dass die Frontscheibe natürlich auch etwas kleiner geworden ist. Aber das ist ja im Moment so ein bisschen modern, dass man eher so das Panzermäßige hat mit kleinen Spähscheiben. So schlimm ist es nicht. Aber die Sicht ist nicht mehr so optimal wie bei dem Vorgängermodell. Aber was auffällt, ist, dass er innen noch mal toller geworden ist. Es hat sich einiges geändert, jetzt hat man einige Spielereien weggelassen. Er ist nicht nur insgesamt etwas komfortabler geworden, er ist auch erwachsener geworden. Die Fensterheberschalter sitzen jetzt in der Tür, nicht mehr hier unten irgendwo. Die einzelnen Hebel sind deutlich größer und besser bedienbar geworden. Das Interessanteste für mich war, ein Mini Cooper S als Testwagen zu bekommen mit Automatik. Weil ich gesagt habe, das ist doch was für Opa und Oma. Aber ich kann Ihnen nur sagen, es harmoniert wunderbar. Aber darüber werden wir noch später zu sprechen kommen. Insgesamt jedenfalls ist der neue Mini nach wie vor von der Optik her ein Mini. Das ist das ganz Entscheidende. Das ist der Punkt. Also ich glaube, niemand erwartet und wünscht sich einen deutlich anders aussehenden Mini. Ja, Mini ist ja vom Design her eine Stilikone und soll es ja auch immer bleiben. Und deswegen haben wir ihn wirklich mit einem evolutionären Design versehen. Das heißt, er wirkt breiter, er wirkt bulliger und ein bisschen mehr Platz im Radstand tut dem Auto auch gut, insbesondere gerade im Langstreckenkomfort und mit den mit der Beinfreiheit nach hinten. Ja, na gut, Beinfreiheit nach hinten, das vertiefen wir jetzt nicht. Das ist immer noch allein schon das hinten einschalten. Es ist besser geworden, gebe ich zu, aber es ist immer noch ein Kunststück. Aber das ist ja auch eigentlich nicht das Thema. Mini ist im Prinzip kein Familienauto, sondern in erster Linie ein Auto für ein Pärchen oder für einen alleine. Da macht er richtig Spaß. Was mir auffällt, der Mini ist ja knapp 10 cm länger geworden. Mhm. Wenn man ihn fährt, merkt man allerdings nicht, dass er, man spricht ja von Agilität, dieses Handy, dieses Go-Kart-Feeling,
das ist ihm nicht abhandengekommen. Gott sei Dank ist das erhalten geblieben. Ja, also vielleicht noch einen Satz zum Thema Sitzen hinten. Es wird ja jetzt im Herbst auch eine fünftürige Variante geben, der dann auch noch mal ein klein wenig mehr Fußraum hinten anbietet. Also dann haben wir wirklich den vollwertigen Viersitzer. Das Thema Fragilität, klar, das ist natürlich in der DNA von Mini und soll es auch immer bleiben. Wir wollten aber einfach auch mehr Ausgewogenheit. Die technischen Möglichkeiten haben sich ja weiterentwickelt. Wir sind auch der erste Kleinwagenhersteller, der diese Fahrmodi, die Sie ja erleben konnten, auch in dieses Kleinwagensegment adaptiert haben. Und dadurch hat man im Prinzip zwei Autos in einem. Nämlich nach wie vor den sportlich sehr direkten, agilen Mini und aber eben auch eine etwas komfortorientiertere Abstimmung. Es wird ja, wie das heute üblich ist, eine Unmenge an Assistenzsystemen jetzt auch beim Mini angeboten. Muss aber nicht sein beim Mini, oder? Also unser Anspruch ist es natürlich, nachdem wir Premium-Kleinwagen verkaufen wollen, auch die ganzen modernen Features, die in der Mittelklasse, in der oberen Mittelklasse zum Standard gehören mittlerweile, auch wiederum in das Kleinwagensegment zu adaptieren. Ob man eine Rückfahrkamera für hinten braucht, da kann man tatsächlich zweigeteilter Meinung sein, ja, aber es ist ein Komfortfeature. So Geschichten wie Head-Up-Display, da gewöhnt man sich wahnsinnig schnell dran. Das hat auch was mit aktiver Sicherheit zu tun, weil man einfach nicht abgelenkt ist. Sieht zwar ein bisschen popelig aus mit dieser kleinen Plexiglasscheibe, kennen wir von Peugeot, ist aber sehr effektiv. Und das Tolle ist, Sie haben die wesentlichen Informationen direkt dort eingespiegelt. Sie sind nicht abgelenkt. Weiter interessant, der Geschwindigkeitsmesser-Tachometer ist in der Mitte. Hier ist nur noch Infotainment und das Lenkrad. Das ist ein bisschen überladen, da braucht man schon längere Zeit, um sich zu orientieren, um hier klarzukommen. Aber Infotainment wird groß geschrieben, Sie sind direkt online verbunden. Sie können mit diesem Auto all diese Gimmicks machen, die man heute gerade bei jungen Leuten von so einem Auto erwartet. Interessant ist, dass dieses Fahrzeug drei Fahrmodi hat. Einmal, das können Sie dann hier erkennen, einmal gehen wir auf Green Mode, das ist, wie Sie sich vorstellen können, in erster Linie ein Thema, sparsam zu fahren, also Eco-Betrieb. Dann können wir weitergehen in den mittleren Mid-Mode, das ist also das, wie man normalerweise fährt. Das entsprechen die Federung komfortabel und es ist im Prinzip alles so, wie man es gerne hat und nicht so extrem runtergefahren wie beim Green Mode. Das ist hier so ein bisschen der Gag bei diesem Auto, erinnert ein bisschen an eine Musicbox, weil man hier diese Geschichte, das ist noch so ein bisschen Spielerei, kann man auch variieren noch, reagiert auf verschiedene Dinge, wenn Sie die Temperatur kälter stellen, wird es blau, wenn Sie beschleunigen, geht es da hoch. Also das ist alles Spielerei, aber das gehört halt bei Mini dazu, das gehört zum Lifestyle dazu. Viele Dinge, die der Mini als erster hatte, sind ja mittlerweile auch von anderen Kleinwagen übernommen worden. Hier hebt er sich nochmal ab. Bleiben wir bei dem Sportmodus. Der Sportmodus bedeutet natürlich, dass er sehr viel giftiger fährt. Er ist härter abgefedert, er reagiert schneller auf das Gas und wenn, wie hier, das Fahrzeug mit Automatik ist, schaltet er auch schneller. Zusätzlich haben Sie aber hier die Schaltpedale. Das heißt also, Sie können rauf und runter schalten. Wenn Sie wirklich giftig über kurvenreiche Strecken fahren, dann können Sie über die Schaltpedale unmittelbar eingreifen. Wobei ich Ihnen sage, die Automatik arbeitet hervorragend und meine Bedenken, ein Cooper S mit Automatik, sind weg. Es ist wirklich toll und es ist in der Tat so, dass man mit einem Cooper, Mini Cooper S auch viel in der Stadt unterwegs ist und dann ist es schön, wenn man nicht ständig auf der Kupplung stehen bleibt. Insgesamt hier auch wieder relativ viel Spielereien, alles ein klein bisschen überlastet, aber man kann sich noch ganz gut orientieren. Das Einzige, was mich wirklich stört, ist das Lenkrad. Bei BMW hat man sich entschlossen, dass jetzt pro Zylinder 500 Kubik reinpassen. Pro Zylinder, das heißt also, der kleinere Mini One und Mini Cooper sind drei Zylinder mit 1,5 Liter Hubraum oder 1,6 Liter Hubraum. Dieser hier ist ein Vierzylinder mit 2 Liter Hubraum. Früher hat er 1,6 Liter. Er hat auch jetzt mehr PS. Von 184 ist das nochmal auf 192 gesteigert, also 8 PS mehr, merkt man auch. Interessant, dass die neuen modernen Motoren vom Verbrauch her durchaus wettbewerbsfähig sind. Das heißt, dieser
Cooper S bei zügiger Fahrweise und Automatik, wobei man glaubt, mit Automatik verbraucht das Auto mehr, muss aber gar nicht sein. 7,9 Liter, das ist völlig angemessen für ein Fahrzeug, das eine Spitze von 235 fährt und in 6,8 Sekunden von 0 auf 100 beschleunigt. Aber das Entscheidende, er ist und bleibt nicht nur optisch, sondern auch von den Fahreigenschaften ein Mini. Dieses sogenannte Go-Kart-Feeling ist voll erhalten geblieben und der Fahrspaß ist ungeheuer. Und ich sage, der Mini ist nicht gerade ein Schnäppchen, was den Preis betrifft, obwohl interessanterweise das neue Modell im Prinzip gleich geblieben ist vom Preis. Es wirkt auf den ersten Blick etwas teurer, aber da sind viele Dinge serienmäßig, die man früher gegen Aufpreis erwerben wollte. Mini Cooper S mit Automatik, das ist ja im Prinzip fast pervers. Wenn man sich das vorstellt, wenn ich mir ein Mini Cooper S kaufe, da will ich Spaß haben, da will ich schalten, da will ich das Auto durch die Kurven knallen. Ich übertreibe jetzt aber in die Richtung. Das mit Automatik, aber Sie haben recht gehabt, es ist verblüffend. Also ich gebe es ja auch gerne zu, ich stand dem Thema auch eher kritisch gegenüber. Auch da muss man sagen, 80% der Fahrzeuge werden ja überwiegend im Stadtverkehr genutzt, gerade eben, weil es die kompakten Ausmaße hat. Und da ist natürlich schon ein Komfortthema, das zu überlegen. Die Kombination der neuen Motor mit der neuen Automatik, auch dann über die Fahrmodi nochmal adaptierbar, weil wenn ich in den Sportmodus gehe, habe ich ja ein direkteres Fahrverhalten. Das spürt natürlich auch die Automatik vom Schaltpunkt. Kombiniert super, also ich war ähnlich verblüfft. Und die Pedal, ja. Und man hat, genau, und für die Hardcorer haben wir immer noch die Pedals zum Händeschalten, wobei meine Prognose ist, es wird in den seltensten Fällen dann genutzt werden, sondern man geht dann einfach über den Sportmodus und hat dann sowieso einfach auch ein sportlich abgestimmtes Fahrwerk. Der schaltet ja auch unglaublich schnell, man hat das Gefühl, es ist wie ein Doppelkupplungsgetriebe, ist aber keins. Ne? Nein, ist keins. Es ist jetzt gerade dieser Tage bestellbar geworden, der Einstieg mit den 75 PS. Der Mini One. Genau. Dann auch ein Dreizylinder. Auch der Dreizylinder. Dann gibt es eine stärkere One-Motorisierung, auch der Dreizylinder. Dann gibt es den Cooper Benziner, auch ein Dreizylinder. Im Dieselbereich gibt es den One D und den Cooper D, also zwei unterschiedliche Leistungsstufen. Und dann gibt es natürlich den Cooper S. Und irgendwann kommt der Works an. Nächstes Jahr gibt es dann genau für die Sportfans nochmal dann das Sahnehäubchen. Ja. Obwohl Cooper S mit 100, 200, dem ist auch gut, hat ihm gut getan, dass er jetzt 2 Liter Hubraum hat, gutes Drehmoment hat. Er ist nicht wesentlich teurer geworden. Ne? Er ist ausstattungsbereinigt eigentlich gar nicht teurer geworden, erfrischenderweise. Ich habe es mal gerechnet, 50 Euro. Ja, stimmt. Gut. Ja, genau. Das ist verblüffend. Also, nein, wir haben uns, wir haben uns da bewusst zurückgehalten. Einfach weil wir auch Fans gewinnen wollen. Das wollen wir natürlich nicht über den Preis. Aber wenn man dazu gierig ist, dann wird es natürlich irgendwann auch schwierig. Schönes Schlusswort. Ich bedanke mich ganz herzlich. Hat richtig Spaß gemacht. Dankeschön. Vielen Dank, Herr Leberfink. Danke. Es ist nach wie vor der gigantische Fahrspaß. Sie haben ein bisschen mehr Platz. Sie haben ein etwas sicheres Auto, vor allen Dingen, wenn Sie mal einen Fußgänger auf die Schippe nehmen sollten. Nein, Spaß beiseite. Fußgängerschutz wird auch groß geschrieben. Das hat auch mit dazu beigetragen, dass man ihn etwas verlängert hat. Aber innen drin ist es auch ein bisschen gemütlicher geworden. Kofferraum ist ein bisschen größer geworden. Aber es ist und bleibt der Mini und der macht Spaß. Das war's. Alles Liebe und Gute. Bleiben Sie gesund und munter. Fahren Sie vorsichtig. Ich brauche Sie als Zuschauer. Montag, Donnerstag, 20 Uhr bei 3G. Tschüss und auf Wiederschauen. Das war 3G mit Uli Gerhardt.